ich bin fast da. Und da ist auch schon die Sicherheit von Diamond City. Also, habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft? Hallo. Hallo. Du suchst Diamond City? Ja. Folge einfach den Zeichen. Welchen Zeichen? Welchen Zeichen? Bin ich jetzt hier sicher oder was? Da höre ich doch schon irgendwie was krabbeln. Uah. Geh weg. Uah. Geh weg. Wie geht's mir denn? Geht so. Oh, da kommen noch mehr. Oh, legendäre Kakerlake. Mach was. Du Oberpolizist. Ja, vielen Dank für die Hilfe, Blödmann. Chamäleon Lederrüstung. Viel schwerer zu entdecken. Was habe ich denn da bisher? Ist der Harnisch. Ach, deswegen hatte ich da... Okay, man kann das auch weg. Ich bin ein Chamäleon. Mal kurz gucken, was es hier in dem Polizeirevier so gibt. Ich glaube, hier gab es eine Mission. Das ist relativ lange her. Hier ist irgendwas. Ja, 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 ja. Nee. Okay. Gucken wir mal. Nachricht an Rodrigo Paloma. Okay, mein Freund. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe eine Entscheidung getroffen, was den Job bei Fallons angeht. Dein Anteil ist genau angemessen. $0. Nichts. Du hast richtig gehört. Du bekommst nichts. Ja, du hast den Safe geknackt. Und ja, wir haben die Diamanten. Aber du hast auch den Alarm ausgelöst. Sie haben Mackie erwischt und das ist ganz allein deine Schuld. Und wenn Mackie irgendwann rauskommt, wird er sich bei dir bedanken wollen. Ich werde ihm stattdessen deinen Anteil geben. Ich würde sagen, damit bist du gut bedient. Was ist da denn los? Ich gehe da mal lieber. Irgendwelche... Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Irgendwelche Zombies mit Namen. Ghule meine ich natürlich. Oh, aber dass ich mich tatsächlich hier nach Diamond City durchschleichen geschafft. Konnte. Wie viel Gewicht hat das? Ich nehme das mal mit. Vielleicht, ich bin ja gleich da. Kann ich vielleicht verkaufen die Rüstungs? Kann ich irgendwas Tolles machen? Nee. Eine Rüstungsbank hilft mir nicht. Was ist das? Zigarrenkiste? Zigaretten sind bestimmt zum Verkaufen gut. Okay, ich glaube, das war's das hier schon. Hallo. Dich habe ich ja gar nicht gesehen. Rum. Der ist dann zu schwer, ne? Nee. Okay, okay, okay. Ich bin fast da. Ich bin fast da. Ich bin fast da. Eine Bank. Diamond City. Hallo. Wollen wir doch mal gucken. Steckt mal lieber die Waffe weg.
So, Diamond City. Hallo. Wo geht's hier rein? Was soll das heißen? Du kannst das Tor nicht öffnen. Hör auf mit dem Mist. Verdammt, ich stehe hier völlig schutzlos in der Gegend. Ich habe Befehl, dich nicht reinzulassen, Piper. Tut mir leid, ich mache nur meinen Job. Du machst nur deinen Job. Diamond City zu beschützen heißt also, mich draußen zu halten, ja? Oh, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonough ist stinksauer, Piper. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier, du kannst mich nicht einfach aussperren. Sofort das Tor auf! Du da, du ja? Willst doch nach Diamond City, oder? Genau. Ich bin zwar gerade erst hier angekommen, aber... ja. Schick mit dem Helm. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy? Und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Genau. Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch die Lappen gegangen sind? Na gut. Kein Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Einen Moment. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben. Klingt gut. Dann mal los. Ein weiterer wunderbarer Tag in Diamond City. Mhm. Wer hat dich denn wieder reingelassen? Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin! Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich! Ich werde deine Druckerpresse war das eine offizielle lassen. Ankündigung, Bürgermeister McDonough? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse aus. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu freier Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen. Ja, wir unterstützen die mal. Freie Presse ist doch gut. Können über unsere Heldentaten berichten. Und uns bei der Suche nach unserem Sohn unterstützen. Was gibt's da zu lachen? Sowas. Presse und Meinungsfreiheit waren mir immer wichtig. Oh, ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Kollege. Ach, jetzt plötzlich? Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond City passen. Willkommen im großen grünen Juwel des Commonwealths. Sicher, glücklich, ein wunderbarer Ort für einen Besuch, für einen Einkaufsbummel oder um sich niederzulassen. Und lass dir von diesem Schmierfink da bloß nichts anderes einreden, ja? Worüber streitet ihr beiden eigentlich? Was glaubst du? Wenn man Lügen druckt, sind alle glücklich. Aber wenn man die Wahrheit druckt... Also bist du aus einem bestimmten Grund in unserer Stadt gekommen? Ich bin auf der Suche nach jemandem. Du suchst jemanden? Wen denn? Mein Sohn. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Moment, dein Sohn ist verschwunden? Ah, hast du das gehört, McDonough? Was wird die Diamond City Sicherheit tun, um diesem Mann zu helfen, hä? Das ist ja nicht der erste Fall, dass eine Person verschwunden ist. Und jetzt wurde ein kleines Kind entführt. Sie. Zwar können unsere Sicherheitsleute nicht jedem Fall nachgehen, der gemeldet wird, aber ich bin sicher, dass du hier Hilfe finden wirst. In Diamond City gibt es jede nur erdenkliche Dienstleistung. Einer unserer großartigen Bürger wird bestimmt die Zeit finden, dir zu helfen. Ja, ich werde das mal natürlich wieder versuchen. Wer kann helfen? Aber mit meinem eher geringen Charisma. Der Bürgermeister einer großen Stadt kennt doch sicher jeden. Wer kann mir helfen? Es tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit für weitere Fragen. Dabei habe ich so nett gelächelt. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich wünsche dir einen angenehmen Aufenthalt in unserer schönen Stadt. Das ist doch lächerlich. Die Diamond City-Sicherheit kann nicht mal einen Mann entbehren, um zu helfen? Ich will die Wahrheit, McDonough. Was ist der wahre Grund dafür, dass die Sicherheitsleute nie den Entführungen nachgehen? Ich habe jetzt genug davon, Piper. Du und deine kleine Schwester sind hiermit offiziell verwarnt. Ja, red nur weiter, McDonough. Mehr kannst du ja auch nicht. vom Bürgermeister persönlich in Diamond City begrüßt werden. Fühlst du dich da geehrt? Pass auf. Ich habe noch was zu erledigen, aber komm doch nachher mal in mein Büro vorbei. Ich habe da eine Idee für einen Artikel, für den du perfekt geeignet wärst. Okay.
So, erstmal in Sicherheit, da bin ich ja sehr froh. So, was gibt's hier? Danny, wir haben dich nicht belogen. Du bist Sullivan, oder? Du bist also der Händler, von dem Piper gesprochen hat, ja? Ja. Irgendwie glaube ich, dass sie mich wieder reingelegt hat. Habe ich recht? Na, vielleicht kann ich mich wenigstens entschuldigen. Ich wollte dich nicht anlügen, aber es ging alles so schnell. Oh, na klar. Ja. Ist so schnell passiert, dass du jeglichen menschlichen Anstand vergessen hast. Ja. Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, dass man ehrlich sein soll? Hey, was führt dich eigentlich nach Diamond City? Wäre gut, wenn ich das im Protokoll vermerken kann. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Ach ja? Nach wem suchst du denn? Ich wüsste nicht, warum ich hier irgendwen anschwindeln soll. Das ergibt sich mir nicht. Mein Junge wurde entführt. Sean ist noch ein Baby. Oh, hey, tut mir leid. Wir haben Befehl, keinen vermissten Fällen nachzugehen. Im Moment haben die Leute eine Menge Angst wegen des Instituts. Und wir können diese Angst nicht noch durch offizielle Ermittlungen anfeuern. Was, wenn eine Panik ausbricht? Hm. 50 Kronkorken? Na. Das Institut? Was ist das? Ach, verdammt. Hey, ich hätte das nicht sagen sollen. Sie sind nur ein Sündenbock, okay? Etwas, dem die Leute die Schuld geben können, wenn es nicht läuft. Wenn du es genau wissen willst, es gibt eine Zeitung in der Stadt, die ständig über das Institut berichtet. Public Occurrences. Ah ja, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich brauche nur ein paar Informationen, Danny. Wir können das doch ganz inoffiziell machen. Tut mir leid, das geht nicht. Natürlich nicht. Ich habe meine Befehle. Und dann frage ich halt wen anders. Kopf hoch. Vielleicht kann dir jemand in der Stadt ja helfen. War es mir eine große Hilfe, Danny. Danke sehr. Gibt's hier irgendwie was Spannendes? Hat er sich gerade seinen Finger angezündet? Könnte ich sogar mitfahren? Mache ich aber nicht. Zu cool für den Fahrstuhl. So, dann wollen wir doch mal gucken. Diamond City. Der Fat Man. Ist die wohl untragbarste Waffe. Der Fat Man. Was interessierst du dich für meine Waffen? Hey, Kleine. Wie verkauft sich die Zeitung so? Naja, die Presse läuft auf Hochtouren. Der Motor wird bald den Geist aufgeben, wenn wir ihn nicht ersetzen. Ach, das sagst du schon seit Wochen und das Ding läuft noch. Mach dir nicht dauernd so viele Gedanken. Ich muss ins Büro. Ruf mich, wenn du wütende Politiker auf dem Weg zu uns siehst. Warum? Stimmt was nicht? Piper? Ich muss erst noch ein paar Dinge regeln. Wir reden später. Mhm. Kostenlose Zeitung für Neuankömmlinge. Wenn dich das Institut nachts holt, haben wir dich immerhin gewarnt. Danke, schätze ich. Das ist kein Witz. Das Institut entführt Leute. Du solltest dich besser informieren, wenn du länger hier bleiben willst. Das Institut? Du hast noch nie was vom Institut gehört, Mister? Sie holen sich nachts Leute und man hört nie wieder was von ihnen. Steht alles in der Zeitung. Solltest du besser lesen, bevor sie dich auch erwischen. Ich war 200 Jahre im Kälteschlaf. Ich vertraue momentan jedem. Ich glaube dir ja. Danke. Du bist echt ein verlorenes Schäfchen in der Wolfshöhle, Mister. Was machst du eigentlich hier in Diamond City? Ich bin hierher gekommen, weil ich jemanden suche. Lass mich raten. Dieser jemand ist verschwunden, stimmt's? Ich hab's dir doch gesagt. Und wen suchst du? Ich suche nach Sean. Er ist mein Sohn. Nicht mal ein Jahr alt. Du hast einen Sohn, Mister? Mann, du bist echt alt. Da wirst du Pech haben. In Diamond City sucht niemand nach verschwundenen Leuten. Verschwundene Leute bedeuten, dass das Institut seine Finger im Spiel hat. Und niemand will die Aufmerksamkeit des Instituts erregen. Ja, jemand kann helfen. Du bist doch ziemlich schlau. Gibt es nicht irgendwen in der Stadt, der keine Angst vor dem Institut hat? Naja, es gibt da den Detektiv, Mr. Valentine. Jawoll. Er hat vor nichts und niemandem Angst. Wenn dir jemand helfen kann, dann er. Da hat sich doch die Investition
Den einen Karma-Punkt habe ich nämlich investiert. Das hat sich doch richtig gelohnt. Vielen Dank. Danke. Du warst mir eine große Hilfe. Denk daran, das Institut ist da draußen. Pass auf dich auf. Okay. Schön, jemand Neues in der Kapelle zu sehen. Ich wollte eigentlich nur gehen. Kommst du so weit in Diamond City zurecht? Ja. Ich brauche jetzt erstmal einen Arzt. Ach ja, das ist die Zeitung. Wenn irgendwer in Wahrheit eins von diesen Dingern ist, dann seine Sekretärin. Sie und ihre perfekte Frisur. Die Sekretärin des Bürgermeisters. Komm schon mal. Ich schneide ihr die Haare und ich erkenne menschliches Haar. Also, mir scheint ja alles gerade dicht zu sein. Wie spät haben wir es denn? Na, wenigstens der. Andere Läden haben vielleicht geschlossen. Sieht so aus. Diamond City Surplus hat 24 Stunden am Tag geöffnet. Surplus. Na, dann gucken wir doch mal. Na, ich schau's mir an. Oh, wunderbar. Okay, also ich habe hier irgendeine Waffe aufgehoben. Die würde ich verkaufen. Das hier. Na, immerhin 17. Sonst noch irgendwas zu verkaufen? Das behalte ich alles. Oh. Das brauche ich nicht. Flaschenkörper. Das ist alles meins. Leuchtfackel. Weiß ich nicht, was das soll. Macht aber auch kein Gewicht. Psycho, Redix. Das behalten wir lieber. Rattengift, Rumpflasche. Ah, die Zigaretten. Schrotpatrone, Spielzeugauto. Ich glaube, das ist alles soweit gut. Das nehmen wir erstmal so. Hast du denn irgendwas, was ich brauchen könnte? Was ist alles hier? Nee. Nee. Ich gucke mich jetzt hier erstmal ein bisschen weiter um. Also, ich mache jetzt erstmal nichts Neues. Ich suche mir jetzt einen Schlafplatz. Natürlich darf ich da nicht hin. Essen. Darf ich hier nirgendwo pennen? Ich suche mir jetzt erstmal einen Schlafplatz, damit das alles gesichert ist. Und dann mache ich für heute auch Schluss. Morgen rede ich dann wahrscheinlich erstmal mit Mr. Valentine. Und dann sehen wir mal weiter.